Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. So, Freunde von Herz, Seele, Ball, das ist die Ausgabe für Sonntag. Ich sitze in der Sonne, jedenfalls jetzt in diesem Augenblick noch. Ungefähr 2 Stunden vor Spielbeginn im Nordpark sind heute 10.000 Zuschauer erlaubt. Wir sind dabei, alles vorzubereiten und mal gucken, wie dieser Bundesligaspieltag ausgeht. Für die Gladbacher ein wichtiges Spiel. Können die überhaupt Abstiegsangst? Das ist die Frage. Da war schon eine freudsche Fehlleistung drin. Nicht Abstiegsangst, sondern Abstiegskampf. Angst werden sie schon haben. So, Herz, Seele, Ball, Freunde, kleiner Blick auf die Kulisse. 10.000 sind da, Stimmung ist gut, Himmel ist blau und das nach den zuletzt alles andere als überzeugenden Leistungen der Gladbacher. Nur ein Sieg aus den letzten 9 Spielen. Man ist zuversichtlich, dass es heute gegen Augsburg besser wird. So, das waren die beiden Videos heute aus dem Stadion. Dann am Ende gab es ein, kann man so sagen, verdientes 3:2 für Borussia Mönchengladbach gegen die Gäste aus Augsburg. Es ist immer lustig, man kriegt immer so Bilder zugespielt von Menschen, die im Stadion sind. Hier zum Beispiel seht ihr, wie ich Herrn Hütter interviewe. Und ich finde, ich wirke da ein bisschen aufdringlich. Aber Herr Hütter, ein netter Mensch, 51 Jahre alt geworden gestern. Und am Ende, man hat das gespürt und gemerkt, fielen ihm 1000 Steine vom Herzen, genauso wie den Gladbacher Spielern. 3:2, endlich mal wieder ein Heimsieg. Nicht in die Abstiegszone richtig reingekommen, also ein wichtiger Erfolg für Borussia Mönchengladbach. Und gefreut haben wird sich auch mein Freund Anton im Münsterland. Der hat nämlich einen richtigen Mönchengladbach-Keller. Ja, das kann man immer alles leicht sagen. Ich habe mir dann die Beweise schicken lassen. Hier das kleine Video über Utensilien von Borussia Mönchengladbach. Ja, hallo, lieber Uli. Sportradio ist natürlich ein Top-Thema. Heute Abend bin ich exklusiv in der Gladbach-Höhle der Fohlen, wo nur die grünen Leute hier unterwegs sind. Ein Traumspiel. Du siehst es, was hier passiert. Ich würde sagen, heute viel Spaß im Stadion. Grüß die Leute von uns. Ja. Bis demnächst. Wir sehen uns zur 1000. Sendung. Adios. Bis bald. Wünscht dir der TuS. So, ich hoffe, ihr habt das genossen. Unglaublich, was manche Menschen alles so sammeln. Hauptthema des Tages war aber natürlich die sensationelle Niederlage der Bayern in Bochum. 2:4. Mein Freund Martin und sein Kommentar. Ich fasse es nicht. Ja, Herr Nagelsmann, vielleicht zu offensiv, sagt Herr Hamann. Vielleicht ist Herr Nagelsmann aber auch noch nicht der Top-Trainer, für den ihn alle halten. Und er sich selber auch. Vielleicht ist es aber auch so, dass die Bayern ein bisschen verwöhnt sind von all den vielen Siegen und dass man dann manchmal nur mit 70% in ein Bundesligaspiel geht. Und dann trifft man auf einen hochmotivierten VfL Bochum und der haut die einfach mal so 4:2 weg. Was ich gesehen habe, es hätte auch noch deutlicher sein können. Dritte Liga, Tobi und Co., aufgepasst, der erste FC Kaiserslautern spielte gegen Magdeburg. Das muss ein ziemlich dramatisches Spiel gewesen sein. Es ging am Ende 2:2 aus und beide sind sie auf Aufstiegskurs, zweite Liga. Wollen wir mal hoffen, dass es vielleicht beide schaffen. Und dann heißt es, auf Wiedersehen auf dem Betze. Bitte, hier ist das Foto. Und wenn man diese Treppen raufgeht, dann hat man eigentlich schon eine Menge gemacht hoch zum Betze. Das sind so, keine Ahnung, 500 Stufen. Ich bin sie einmal gegangen, nie wieder. Jetzt fahre ich immer mit dem Auto außen rum, wenn ich mal wieder dahin muss. Wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja noch irgendwie einmal in meiner grandiosen Laufbahn. So, das war Herz, Seele, Ball für Sonntag. Und wir hören uns dann schon wieder vom Sportradio.
Deutschland. Ja, also das ist dann wieder die Station in der nächsten Woche. Nächsten Samstag besuche ich Arminia Bielefeld, freue ich mich auch drauf, weil ich immer gerne auf der Alm war. Und Playoffs kann man ja eigentlich jetzt abschaffen, weil die Bayern haben verloren. Die Meisterschaft wird vielleicht doch nochmal spannend. Dafür müsste aber dann auch Borussia Dortmund mindestens morgen gewinnen oder heute am Sonntag. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder erstaunlicherweise, wenn alles gut geht. Man weiß es ja nicht in diesen Tagen, morgen. Jetzt bei der Telekom. Das perfekte Geschenk zum Valentinstag. Die topaktuellen Apple AirPods der dritten Generation zum Superaktionspreis von nur 142 Euro. Außerdem viele weitere Top-Smartphones zum Sonderpreis. Bis zum 14. Februar nur im Telekom-Shop. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.